Guten Nachmittag, Sie fahren eben den Metronom nach Uelzen. Es sollte eine angenehme Fahrt werden. Seien Sie trotzdem pünktlich. Lassen Sie noch schnell die Fahrgäste zusteigen. Gute Fahrt. Und damit herzlich willkommen zu dem nächsten Let's Play Transmilitar 2015. Wieder mit den besten Grafikeinstellungen der Welt. Und ja, wir fahren heute Metronom von Hannover nach Uelzen, wie es schon in der ZZA drin steht hier. Mit dem Sound-Update von Trainworks. Ja, und hier fährt schon eine BR101 aus. 40 sind hier. So. Ja, genau. Puh. Ansonsten habe ich eigentlich nichts vergessen hier. So. Warten wir noch, bis die Fahrgäste zugestiegen sind hier. Wir können ja uns mal ja die 101 angucken. Also der Intercity mit der 101. Hier schöne Abteilwagen mit dabei. Ich halte mit. So. Ja, jetzt habe ich das hingekriegt mit dem Sound Update, falls ihr die Folge bei Michi gesehen habt. Bei Michi LP, natürlich in der Beschreibung verlinkt. Weil da hatte ich Probleme mit dem Sound Update hier. Jetzt habe ich das aber mal neu installiert und jetzt geht's alles. Deswegen werde ich heute mal Metronom fahren, weil mir der Sound von der 146 so gut gefällt. Mit dem Steuerwagen werden wir natürlich auch nochmal fahren. Da muss ich mir noch was überlegen. Aber als nächstes Let's Play kommt erstmal eine ganz, ganz neue Strecke. Die kennen zwar ein oder andere von euch, aber vielleicht nicht jeder. Lasst euch überraschen. So. Dann lasst uns mal losfahren hier. So, befreien brauchen wir uns nicht, weil wir sind, hier fahren wir eh plus 40. Ja, es tut mir leid, dass jetzt hier so alles ein bisschen komisch aussieht wegen den Grafikeinstellungen, aber entweder so oder es laggt. Deswegen habe ich mich für die Variante entschieden, weil so schlimm sieht es ja noch nicht aus hier, ne? Ist halt alles ein bisschen pixelig, aber egal. So, hier kommt ein Kollege. Da steht eine 218. Hier rechts stehen noch, haben wir rot? Ne, wir haben grün. Ich dachte, wir sind jetzt hier das Gelbe. Hier stehen noch ein paar Metronomen. Der Seite. Ja. Abgebügelt alle. Passt. So, gleich dürfen wir 110 fahren hier. Jetzt hört man immer, wann man die wann ich die SIFA drücke hier. Ich drücke die nämlich immer manchmal vor dem Leuchtmelder. So, jetzt dürfen wir 110 fahren. Sie ja, Chef. Hä? Haben wir hier rot? Nee. Okay. Ne, wir haben schon grün. Ich dachte gerade, das sah ein bisschen komisch aus, aber egal. So, beschleunigen wir mal mit 100% hier. Jetzt sind wir gleich hier in Hannover Nordstadt. Können ja mal hier die Rollos runter machen. Hier sitzt ja eh keiner. Hier oben ist der Funk, GSMR. Boah, es ist laut. Ja, die TTB-Wagen sind schon laut. So, hier drüben ist jetzt Hannover Nordstadt. Stehen auch schon
423 und Güterwagen hier. Sehr schön. PKP Kohle und Container. So, da vorne sind dann 160. Jetzt fängt doch gleich die LZB an hier. Das passt alles. Oh, jetzt haben wir jetzt geht's aber los, ja. Jetzt müssen wir eigentlich gar nichts mehr machen, ja, jetzt regelt ja eigentlich die LZB. Hä? Das Signal hat uns gerade gelb angezeigt und jetzt war es grün. Komisch, naja, egal. Jetzt hat man richtig den Ton, der 146 gehört hier. So, hier schön die Kurve. So. Nee, das wollen wir behalten. Unser nächster Halt ist Langhagen Mitte in ungefähr 5 Kilometern. Da werden wir dann auch anhalten. Jetzt überholen wir hier eine 423. Eigentlich fährt ja in Hannover eine 424. Die war ja bei DTG bei der Strecke hier mit dabei. Aber die von TTB sieht trotzdem besser aus. Haben wir glatt mal überholt hier. Boah, was ist hier los mit der LZB? Hier kommt einer entgegen. Dach. Die Brücke hier ist bei Nacht richtig geil beleuchtet. Die ist so blau beleuchtet nachts. Und da kommt auch schon Langhagen Mitte. Das heißt, wir schalten jetzt mal ab. Und bremsen dann mal irgendwann. Wenn es die LZB nicht tut hier. Warum die jetzt auch immer bremst, sie macht es. Das ist gut. Stehen noch ein paar Transwaggon Schiebewandwagen. Ah, das ne. Ah, na toll, jetzt ist grün. Da ist uns noch ein Zug voraus. Die 101, die vor uns in Hannover raus ist. Na, die bremst uns in meiner Meinung noch ein bisschen laut, aber egal. Stört jetzt mich persönlich nicht. Ja. Klar doch. So, jetzt kommt ein Metronom entgegen hier. Der steht noch. Der fährt nach Hannover Hauptbahnhof. Eigentlich fahren die Züge ja bis Göttingen. Und anhalten. Türen auf. So, der andere Metronom fährt jetzt schon wieder. Hier hinten sitzt der Fahrkartenkontrolleur drin. Und dann warten wir mal, bis die Fahrgäste alle zugestiegen sind. Hier die MFA Multifunktionsanzeige. So. Geht's noch schon weiter hier.
Michi hat mir gesagt, nicht mehr als 65 Kilonewton. Also eigentlich nicht mehr als 40, aber bei einer E-Lok ist das ja was anderes. Sag mal 70%. So. Ungefähr 60, das passt. So. Mach mal voll auf, ja. Ja, wieder mal ein Zug hier. Ja, mein Herr, Siva. Und jetzt mal wieder in Real Life hier ein Zug. Passiert. So. Jetzt dürfen wir ja auch 160 fahren. Passt alles. Hier Langhagen Pferdemarkt. Die S-Bahn-Haltestelle. War hier bestimmt auch meine Regionalexpress-Haltestelle. Aber der Bahnhof ist ein bisschen vermoost. Hier ist dann der Abzweig zum Hannover Flughafen. Kann ich euch ja zeigen. Hier, Richtung Hannover Flughafen. Dann haben wir den Hannover Flughafen. Als nächstes halten wir in Isernhagen. Auf Gleis 1, das heißt in Fahrtrichtung rechts. Zum SIFA. Ich würde ja gern den Haken bei dynamischer wieder reinmachen, aber da leckt's. Sehr schön. Also wie gesagt, da leckt's und das will ich euch einfach nicht antun. Also lieber so als eine Leckparty. Es ist Herbst hier, hä? Sind die Bäume orange, Blätter fallen runter und wir schalten jetzt mal ab, weil dort der nächste Bahnhof kommt. Ich habe gehört, dass die Strecke hier von einem Razem-User eine neue Oberleitung bekommt. Das heißt nicht die ganze Zeit nur Zickzack und so, sondern auch mal Fahrleitungswechsel. Ja, neben uns hat natürlich auch was grün. Warum nicht, ne? So, mal langsam anfangen zu bremsen hier. Die Bremsen sind noch ganz schön empfindlich geworden, meiner Meinung nach. Man drückt kurz Ö und dann ist die Kleibe 35% hier. So. Da rollen wir in den Bahnhof Isernhagen. Verbremst hier. Ja, das sind die Bagger auch schon fleißig am Werkeln hier. So, schön passagierfreundlich bremsen. Da wollte uns gerade noch die SIFA hier trollen. So, alle Türen auf. Hier ist ein Kartennetz. Hannover S-Bahn kann das sein. Ist möglich. Sind wir eigentlich pünktlich? Ja. Hier ein Hocheinsteigereingang. Hier ein Tiefeinsteigereingang. Mir gefallen die Tiefeinsteiger irgendwie besser. Weil hier musst du, wenn du runter willst, nach unten. Wenn du hoch willst, nach oben. Und bei den Tiefeinsteigern bist du halt gleich hier unten. Und muss dann nur noch hier hoch. Aber hier hast du halt mehr Platz. So, in den Türen. In den Türbereichen.
So. Die arbeiten die Bagger. Gefällt mir sehr das Soundupdate. Passt alles. So. Geht's ja wieder auf 160. Was ja eigentlich auch unsere Vmax ist. Weil das von 200 kommt. Erinnert mich das gerade nochmal dran. So, Siva. Der werte Herr möchte gedrückt werden. Und da kommt doch schon Großburg Wedel. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Großburg-Wedel auf Gleis 1 der Fahrt. Der Ausstieg wird sich in Fahrtrichtung rechts befinden. So. Schöner Abendhimmel hier auch, muss man mal so sagen. Ups, nein, das wollte ich nicht. Das waren die Scheibenwischer. So. Hier doppelt grün. Nochmal auslösen hier, das war blöd. Zu früh gebremst. Mich würde mich mal interessieren, was hier... das für Knöpfe sind. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Da kommen wir angeschlichen wieder Gestank. Boah, das Drehstromgeräusch, ey. Kommt ein Gegenzug. Eine 151. Schön passagierfreundlich bremsen hier. Mit Scherenstromabnehmer. Rohre. Sehr cool. So. Nochmal kurz einen Kontrollblick hier. Komisch. Es klingt sehr komisch. So. Volle Pulle hier. Und der nächste Halt ist Celle auf Gleis 5. In 20 Kilometern erst. Also ungefähr 5 Minuten. 10 Minuten. Oh, die Lok wackelt aber, du. Die Strecke ist bei der BR103 schlimm. Die wackelt da heftig. Vor allen Dingen hier auf Hamburg-Hannover. Ich weiß nicht, ob das auf anderen Strecken auch so ist, aber mir ist es besonders hier aufgefallen. Ja, und bei der neuen Strecke, die dann morgen oder so hochgeladen wird, zum Feiertag, Freitag, den 3.8.2014, werde ich dann mal die dynamisch... also den Haken bei dynamischer wieder reinmachen, weil das ist dann halt nicht so wie bei RSC, wie es in München leckt, sondern
Das ist dann halt ein anderer Münchner Hauptbahnhof, also selbst erbaut. Ich weiß nicht, warum er den von RSC nicht genommen hat, aber egal, deswegen leckt das dort nicht so. Die Strecke ist jetzt gerade noch am Runterladen. Und ja, habe ich mir überlegt, ach, fahren wir noch mal eine Runde Metronom hier. Ist da so schöner Sound. Drehstrom. Können wir hier eine Vorbeifahrt irgendwie? Kriege ich eine irgendwie hier von unten? Ja. Schöner Wagensound. Ja, und hier fahren wir größtenteils nur durch Wald jetzt. Das war die Brücke. Caplight geht nicht, warum auch immer. Ups, das war der Sonder. Zugbeeinflussung. Agno Fletcher. Agno Fletch. Geht's bergab. Hier rollen wir. So, wo kommt denn hier? Ups, das war die LZB. EC nach Hannover. Mal gucken, was es da bereithält. Bei dem Eurocity. Ja, die Strecke, die wir fahren werden, da fahren wir auf alle Fälle eine City Nightline, weil auf der Strecke fahren übelst viele City Nightlines. Ich verrate ja nicht viel, aber vor allen Dingen mit 1144 und Taurus. Also könnt ihr euch darauf einstellen, dass es etwas Österreichisches ist. Eine BR-101. Das war aber sicherlich kein Eurocity. Das war vielleicht ein Eurocity aus den 90ern oder sowas. Hier mal Gleis wechseln. Gleiswechsel und ein Funkmast. So, noch ungefähr 10 Kilometer. Dann sind wir voraussichtlich 17.05 Uhr in Celle. So, hier drüben stehen Kühe. Mö. So, Verbindungen werden gesucht. Sifa. Davon ist dann eine 150er Zone. Also für uns 10 km weniger. Aber es wird ja die LZB alles regeln wegen AFB und so. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Celle auf Gleis 5. Ihre nächsten Anschlüsse IC 2082 von Freilassing. 17.16 Uhr Abfahrt. Heute ca. 10 Minuten später, der IC 2377, Abfahrt ca. 17.35 Uhr von Ostseebad Linz und der Metronom nach Göttingen,
Voraussichtliche Abfahrt 18.05 Uhr von Gleis 5. Wir bedanken uns für die Mitfahrt für alle. Wir bedanken uns bei allen Fahrgästen, die mit dem Metronom mitgefahren sind, und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt in Celle oder dort, wo Sie hinwollen. So, schalten wir mal ab hier. Und ja, lassen uns dann mal in den Bahnhof rollen. Bisschen bremsen hier. Der IC 2082 von Gleis 5 heute nach Hamburg-Altona, wie schon gesagt, ca. 10 Minuten Verspätung. Der IC 2377 von Gleis 6 nach Karlsruhe, Abfahrt voraussichtlich 17.37 Uhr, ist pünktlich. Das passt alles hier. Nochmal auslösen. Hier stehen noch Stahlrohre. Da hinten steht eine 294. Stellwerk gegrüßt hier. Sorry, dass ich die SIFA immer so spät drücke, aber ich bemerke das nicht. Ist einfach so eine kleine Leuchte. So, halten wir mal hier unterm Dach schön an. Zumindest mit den Wagen. Die Lok brauchen die unterm Dach stehen. Ist ja nur für die Leute gedacht hier. War jetzt ein bisschen abrupt abgebremst, ja, aber die Leute fliegen. Oh. So, wo halten wir als nächstes? Eschede. Dort, wo das schlimme ICE-Unglück war. Sehr schlimm, das Zugunglück, als sich der ICE dort verkeilt hat wegen dem Rad. So, können wir auch schon gleich wieder losfahren hier. Ich hätte eigentlich ein bisschen längeren Aufenthalt hier erwartet. So. So, nochmal 20 Kilometer hier, jetzt werden die Abstände langsam größer. Also 17 Kilometer, aufgerundet 20 Kilometer. Das geht schon. Jetzt kommt der ICE. Bisschen schnell hier, hä? Der hält hier gar nicht an. Der hält hier gar nicht an. Dieselrangierbahnhof hier. Für uns ja alles grün. Passt. Wackelt unter Luft. So, gleich sind wieder 160 für uns hier. So, jetzt sind ja wieder 160 für uns.
Willkommen, meine Damen und Herren, im Metronom. Metronom 82 834 auf der Fahrt nach Uelzen von Göttingen über Eschede und Unterlüß und so weiter. Unser nächster Halt ist Eschede. Das werden wir planmäßig 17.15 Uhr erreichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin noch nicht so erfahren mit den Zugansagen, aber ich mache es einfach mal so, wie ich es denke. Die Brücke ist aber insane. Cool. Cool, cool. Wir fahren jetzt schon knapp eine halbe Stunde. Und fahren noch eine halbe Stunde, also wird das Let's Play ungefähr eine Stunde dauern. Das passt schon. Geht sein Gang. Wo halten wir danach, Eschede? Und Dolly, sag ich noch. Hier überholen wir einen Güterzug. Der musste wegen uns raus hier. Der ist langsamer als wir bestimmt. Mit schönen Aral-Kesselwagen hier. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt in echt gibt, die Aral-Kesselwagen. Oder die hier, die Menol. Geht's jetzt bergauf hier? Da hat die LZB rumgemeckert. Hier sind eigentlich die Hilfsfahrschalter, wenn man aus dem Fenster guckt und hier beschleunigen will. Hier PZB, wachsam und sowas. Aber das kann man ja alles nicht bedienen. Weil DTG das halt nicht macht oder es ist halt nicht umsetzbar oder... Na gut, es wird bestimmt alles umsetzbar sein bei einem Zug, aber... Also hier bei einem MTS. So, 17.10 Uhr haben wir es jetzt. In echt ist es jetzt 16.10 Uhr. Ungefähr. 16.09 Uhr haben wir es. Also fahre ich hier schon eine Stunde voraus. Ich blicke zum Beispiel in die Zukunft. Die geht jetzt gar nicht mehr zu bedienen, hier die E-Bremse, aber die ist mit der Luftbremse verkuppelt. Und die Lokbremse. Das ist die Zugbremse, geil. Eine doppelte Zugbremse. Heißt es auch doppelte Bremskraft? Ja, die Scherze von heute, ne? Können Sie ja mal hier reinsetzen. Alles sehr ruhig, wir haben den 23.01.2013. 10.12 Uhr stimmt nicht ganz, aber es ist stillende Ruhe. Dort Werbung für Raysimulator.com. So. Gehen wir dann in die 1. Ansicht 1. Ich bin früher nie gerne vom Führerstand ausgefahren. Ich bin im MSTS immer so gefahren. Aber vom Führerstand ist halt alles besser. Hat man mehr Überblick und sowas. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Eschede auf Gleis 1. Der Ausstieg wird sich dort in Fahrtrichtung rechts befinden. Ihre nächsten Anschlüsse ME 82839 nach Göttingen, voraussichtliche Abfahrt 17.37 Uhr von Gleis 2 direkt gegenüber. Wir verabschieden uns von allen aussteigenden Fahrgästen und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. So. Bremsen wir ab hier.
Also hier sind viele freie Felder, meiner Meinung nach, hier. Ich sehe nur freie Felder auf Hamburg-Hannover. Hier ist wieder ein Überholungsbahnhof. Und hier ist das Unglück passiert, das ist die Unglücksbrücke, meiner Meinung nach. Also entweder die oder die auf der anderen Seite. Schreibt es mir bitte in die Kommentare, ich kann es nicht wissen, ich wohne dort nicht. Ich habe auch nicht zugehört. Nein, also ich weiß es echt nicht. Ups. Das war heftiger Nachlader, Rockladu. Ich dachte schon, mir ist die Aufnahme abgeschmiert. Aber zum Glück nicht. Das ist ein etwas kürzerer Bahnhof hier. Hier kommt ein Güterzug, SBB Cargo. Boah, ist das laut. Boah, die TTB-Wagen sind ganz schön laut. So. Halten wir an hier. Türfreigabe. Nee. Sind alle Türen auf? Ja. Toll, der Bahnhof ist ja länger als hier unten angezeigt. Das ist ja doof. Hätte ich ja gar nicht hier über der Haartafel fahren können sollen. Tuten. So, 17.37 Uhr soll hier ein Metronom in Richtung Göttingen kommen. Also müsste der uns ja praktisch hier gleich entgegenkommen. Ha, da ist er doch. Das ist ja cool. Das ist nach echten Fahrplan gebaut, das Szenario. Das ist cool. Sowas gefällt mir. Nach echt gebauten Fahrplan gebaut. So. Volle Pulle. Jetzt sind wieder bloß 160, aber das ist uns ja egal, wir können eh bloß 160 fahren. Nächster Halt ist Unterlüß. Wir waren bis jetzt überall pünktlich hier. Perfekt. Das ist so eine typische 160er Kurve hier. Ja, Meister. Drück mal. Hier haben wir wieder doppelgrün am KS-Signal. Sieht sehr kurios aus. Boah, die wackelt, die Lok. Dieser war heute verstörend, die SIFA, ey. Das war niemals 30 Sekunden, oder? Klärt mich mal bitte auf. So, noch ungefähr 10 Kilometer. Das hält sich jetzt in Grenzen, der Abstand hier. Passt. Perfekt. Wieder doppelgrün hier. Und doppelgelb auf der anderen Seite. Bergauf Vmax. Hier kommt der nach Göttingen, der Metronom. Tag, Kollege.
So, davon müssen wieder 160. Nicht verstörend für uns. Störung. Störung. Ja. Aber nach echten Fahrplan sollen wir in Unterlüß 17.22 Uhr sein. Das ist nicht richtig. Hier links wieder Funkmast. Da meckert die PZB rum. Und die SIVA auch. So. Haufen Wald hier, du. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Unterlüß auf Gleis 8. Ihre nächsten Anschlüsse ME 82 839 nach Göttingen von Gleis 6. Voraussichtliche Abfahrt 17.30 Uhr. Da kommt ein Güterzug entgegen. Ne, Intercity. Sah aus wie eine BR-185 oder sowas. Laut CS werden wir 17.20 Uhr und 59 Sekunden Unterlüß erreichen. Das bezweifle ich aber, dass wir direkt 59 stehen. Wenn es wirklich so ist, gebe ich ihn aus, für alle, die das Video hier gucken. Dass wir 59 zum Stehen kommen. Drüben steht wieder ein Kohlezug. Mit einer 218. Was habe ich gesagt? Wir stehen nicht 59. Also wir stehen schon 59, aber wir halten nicht direkt 59. So, hier ist alles offen. Sehr schöner Bahnhof hier. Unterlüß, ich habe mal auf YouTube gesehen. Da stand der Typ. Der Typ. Hier in dem Stellwerk. Oder was es immer ist. So, da hat er hier aufgenommen. Kam hier ein ICE 1. Nur der Triebwagen, also praktisch nur die ICE 1 Lok. Ohne Wagen, ohne irgendwas, kam hier lang und hat sich überholen lassen. Das müsst ihr euch mal angucken. ICE 1 mal ohne Zug heißt das, glaube ich. Und die 218 steht hier am Prellbock. Sehr, sehr geil. Wie kann denn bitte eine Scharfenwerkkupplung und so eine Kupplung zusammengehen? Die sind jetzt zwar nicht verkuppelt, aber egal. Machen wir weiter. Nochmal Kontrollblick hier. Passt alles. 100%. So, 17.30 Uhr soll ja hier Metronom kommen. Was sagt uns das? Hier kommt natürlich keiner, ne? Hier kommt der RBH-Güterzug. Also nicht ganz nach echten Fahrplan hier. Wir begrüßen alle zugestiegenen Fahrgäste, die in Unterlüß zugestiegen sind, auf der Fahrt nach Uelzen. Über Söderborg. Uelzen werden wir voraussichtlich 17.35 Uhr erreichen. Nähere Übergangsmöglichkeiten werde ich Ihnen dann vor Ort erzählen, vormerken oder sowas ähnliches. Unser nächster planmäßiger Halt ist Söderborg auf Gleis 1.
Hier ist jeder Bahnhof 10 Kilometer entfernt. Jetzt in der letzten Zeit hier. Hab ich mal so bemerkt. Könnt mich ja gerne korrigieren. Für Kritik bin ich immer offen. Okay, da wollte die SIFA was von uns, dass wir sie drücken. So, hier machen wir mal Rollos hoch. Scheint ja bald keine Sonne mehr hier. Im Herbst geht die Sonne ja zeitig unter und im Winter ist es jetzt eigentlich schon dunkel. Ach, Lennart, was machst du da? Alle 20 Sekunden spielst du Train Simulator 2015. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hier kann man die Scheiben schon einstellen. Aber wir haben ja keinen Regen. Okay. So, 27 werden wir voraussichtlich Sudoburg erreichen. Da müssen wir aber auf den Rand. Das heißt für uns Beeinflussung, Zugbeeinflussung. Ne, wir müssen gar nicht auf den Rand. Nur die Züge nach Göttingen müssen auf den Rand. Das ist so ein dreigleisiger Bahnhof. Alles grün hier. Ich mag lieber die Aufgaben, wo man mal zwischendurch ein rotes Signal hat, zum Beispiel wie in dem letzten Szenario. Wenn ihr es nicht gesehen habt, guckt euch an. Und wieder Güterzug hier bei mir in echt. Meine Damen und Herren, der nächste Halt ist Sudoburg auf Gleis 1, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Diesmal keine Anschlüsse hier. Stromsparen. Hier kommt der RBH-Güterzug. Doppel 143. Mit Kohlezug. Jetzt wird's wieder laut. Da war er weg. So. War vielleicht jetzt ein bisschen spät gebremst hier. Aber das passt schon. Ja, hier sehen wir, dass nur die Züge nach Göttingen auf dem Rand müssen. Wir fahren gerade durch rein. Türen auf. Planmäßig. Sogar ein bisschen überpünktlich. Niedersachsen ist am Zug, steht hier. So, unser nächster Halt ist dann Endstation Uelzen auf Gleis 103. Warum die dort die Gleise ab 100 erst beschriftet haben, weiß ich überhaupt nicht. Schreibt bitte in die Kommentare, ich weiß es nicht. Und wieder ein Zug in echt. Wir wollen das jetzt überall pünktlicher. Der geborene Lokführer.
wäre ja cool, wenn wir in Uelzen da noch in das Betriebswerk reinfahren würden, aber das machen wir laut Fahrplan nicht. So, geht's weiter. Cooler Sound. Muss man mal so sagen. Die letzten Meter des Metronoms nach Uelzen von Göttingen. Lange Fahrt hinter sich. Über 2 Stunden. Neun Kilometer bis Uelzen. So, davon sind wieder 160. Da kommt der Metronom. Dach. Aber fahren nicht immer die... Der Stromabnehmer war falsch oben. Fahren nicht immer die Steuerwagen in Richtung Hamburg? So habe ich das in Erinnerung. Der Metronom fährt gleich weiter bis Hamburg. Nur der Fahrplan geht bloß bis Uelzen. Also der endet zwar dort, aber dann fährt der 18:01 weiter nach Hamburg. Vom selben Gleis. Cool. Cool, cool. Hier ist sogar ein Gleis in Uelzen, das heißt Gleis 304. Welcher Bahnhof hat denn 304 Gleise? Wahrscheinlich Uelzen. Genau. So, da vorne sind dann halt wieder 160. Das bringt es jetzt überhaupt nicht, für ein ICE zu beschleunigen hier. Auf dem Gegengleis ist natürlich auch grün in dieselbe Richtung, in die wir fahren. Ist natürlich nichts Außergewöhnliches hier. Auch in echt. Also manchmal machen die das echt hier mit Parallelfahrten so, aber immer ist das auch nicht. Da vorne sind 130 und da kommt auch schon Uelzen. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Uelzen auf Gleis 103. Ihre nächsten Anschlüsse IC 2082 nach Hamburg-Altona. Planmäßige Abfahrt 17.42 Uhr. Heute circa 5 Minuten später. Von Gleis 102. Der Metronom 82.130 nach Hamburg Hauptbahnhof von Gleis 103. Voraussichtliche Abfahrt ist... Scheiße. 18:01 Uhr. Und der RE 17.659 nach Stendal, voraussichtliche Abfahrt 18:02 Uhr von Gleis 304. Wir bedanken uns für Ihre Mitfahrtgelegenheit hier im Metronom nach Uelzen und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag in Uelzen oder zur Weiterfahrt nach Stendal, Hamburg-Altona oder Hamburg Hauptbahnhof. Oder dort halt, wo Sie hinwollen. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Ja,
Und ich hoffe, ich habe auch noch einen angenehmen Tag hier nach meinem Feierabend. Und da rollen wir jetzt schön durch die Weichen. Meine Damen und Herren, der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. In Fahrtrichtung links, meine ich natürlich, ne? Drüben steht noch ein Metronom. Also ich muss sagen, sehr schönes Szenario, sehr schön gestaltet, auch mit echten Fahrplänen und sowas. Gefällt mir. Na komm. So. Pünktlich angekommen, Uelzen. So, rüsten wir mal die Lok ab. Kommt noch ICE. Der hält ja nicht. Muss doch gleich noch der ICE nach Hamburg-Altona kommen. Ach, der kommt ja hinter uns dann. Von Gleis 102 hier in der Mitte. Verfolgt der uns eigentlich? Nee, den gibt's ja gar nicht. Okay. So, sie fahr PZB. So, AFB aus. Licht rot. Obwohl, machen wir ganz aus. Strom haben wir runter. Klack, war unten. Und ich gehe mir jetzt einen Kaffee holen. Gut gemacht, Sie haben das Szenario erfolgreich abgeschlossen. Ja, und damit bedanke ich mich beim Zuschauen. Und ihr könnt ja das Video positiv bewerten oder einfach kommentieren, wenn euch das Video gefallen hat. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und ich zeige euch jetzt hier nochmal das Betriebswerk in Uelzen, wo die Metronom... Okay, da war die Aufgabe vorbei. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Guten Tag noch.